Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Ach. Zu Befehl. Dass man immer noch draufbleiben muss. Das ist bei anderen Spielen doch auch nicht der Fall. Dann los. Du bist doch mal hinweg. Schon dabei. Und ich hoffe einfach, dass die Türme halten. Wenn ich hier noch Nebenquests erfülle. Weg! Bleib weg! Das ist mein Wasser! Weg! Ihr seid Tantaro, nicht wahr? Was ist mit euren Händen passiert? Ihr seht krank aus. Nicht näher. Das ist mein Wasser. Ich töte euch. Ich tue es. Ihr sollt die Quelle reinigen, nicht ihr letztes Wasser für euch beanspruchen. Sie kann nicht gereinigt werden. Das Dorf ist verloren. Alle sind verloren. Die Hasim werden sie sowieso alle töten. So lebe wenigstens ich. Bleibt weg. Oder ich schlag euch den Schädel ein. Schon gut, Tantaro. Ich gehe. Ja, geht weg. Okay, jetzt einen neuen Eintrag oder. Oh! Dann los! Mal gucken, was das Questbuch jetzt sagt. Das Questbuch, Weg! Schon. Ja! Hm. Gute Frage, nächste Frage. Muss ich den jetzt töten oder wie sieht denn das aus? Geh mal da hin, bitte. Ist ja nicht so, als wenn da irgendwie die Angriffe gerade wären oder so. Alles gut, ja. Ist die Maschine dann schon wieder voll rein? Ja, ach. Ist das einfach. Okay, was ist gestorben? Natürlich die Kleriker, weil die wieder ganz vorne mit dabei sind. Wo denn auch sonst? Vor allem die Steine sind nicht wirklich weg. Du kannst jetzt nur minimal dran vorbeilaufen. Ist doch voll kacke. Ich habe damit gerechnet, dass ich da jetzt richtig vorbei könnte. Ja, die greifen an und so. Jetzt sollen sie mal nichts wichtiger machen, als sie sind. Hm. Muss ich jetzt erst noch mal zu seinem Haus, oder? Ich weiß nicht so genau. Dorf vor allem. Hier ist kein Dorf. Das Dorf ist hier drüben. Das Spiel hat noch keine Ahnung, wo was ist. Ne? Was habe ich denn noch verloren? Noch ein Kleriker hängen. Ich frage mich, warum ich die baue. Ich meine, die Elfenheiler bringen ja wenigstens was, aber die hier irgendwie so gar nicht. Hallo, Investor. Wieder zu. Investiere in den Scheiß. Hol ich genau sein Haus und wenn er dann nichts sagt, dann töte ich ihn einfach. Apropos töten, was macht der Fisch überhaupt? Ja, das findest du überhaupt nicht, dass das Dorf wieder befreit ist. Warum auch? Ist ja nicht so, als ob das irgendwie wichtig für ihn sein wäre. Hat mit dem Dorf hier nichts zu tun. Nein, das ist nicht mein Dorf. Was soll ich überhaupt hier mit Ressourcen, der Geheimgang? Na ja, gut, der Geheimgang ist auch relativ bescheiden. Muss man schon mal zugeben. So ein bisschen, ne? So, brauche ich noch Stein? Nein, brauche ich Eisen? Hier oben noch, ja, Mine. Vor allem, warum ist die Mine hier, wenn das Eisen da ist? Das ist doch völlig sinnvoll, das Ding. Was soll ich mit diesen Bröckelchen hier? Das ist doch auch wieder so. So eine Nullnummer. Was wünscht ihr? Auf geht's! Ich wünsche mir bessere Soldaten. Apropos bessere Soldaten. Ich will das nie wieder einholen. Doch, ich bekomme ein. Nee, ich bekomme 5 Punkte und es steigt nur um 4. Das heißt, ich werde es irgendwann in 10 Leveln oder so einholen. Ab 33. Oh. Schön.
Oh, der macht den Turm wieder, dann wird noch einer kaputt. Sieht nicht danach aus. Ich glaube zwar nicht, dass das noch was bringt und ich den Typen sowieso töten muss, aber hey. Hat er eine Levelangabe? Nee. Das ist ein dummer Dorfbewohner, was soll der schon machen können? Mit Level 32, verdammt nochmal. Ich bin hier der Boss, ne? Das Tagebuch lesen. Das hatten wir doch schon. Ende, nö. Ich hab doch die Handschuhe. Eröffnen. Jetzt. Wollen wir mal nicht übertreiben. Geöffnet hat er gar nichts. Er hat so ein bisschen hier gesprengt, ne? Und gut war, ne? Wo ist denn so hingerannt? Das ist eine verdammt gute Frage. Der ist irgendwie da weggerannt. Aber wohin? Er ist auf magische Art und Weise verschwunden. Für immer. So, wir speichern nochmal, bevor der Typ uns am Ende noch ein vollendiges Gesicht schlägt. Hallo, Arschgesicht. Wie geht's denn so? Irrsinniger. Ihr könnt nicht das ganze Dorf opfern. Zur Seite. Ich hab euch gewarnt. Ihr bekommt mein Wasser nicht. Ich mach euch tot. Dann habt ihr keinen Durst mehr. Oh, der hat 34. Dann beschleunigen wir die Sache mal. Kann ich auch einfach da hingehen? Oh. Ich kann das Ding nicht mehr rausziehen, okay. Kann's also nicht. Verteidigt euch! Der kann nichts kommen. Der hat eine Faust, verdammt. Macht das dann mehr Schaden als ich mit meinem Schwert und was? Und tschüss. Kann ich dann das Wasser retten oder? Nö, der hat den Nagel. Ja, so eine Waffe hatte ich natürlich nicht. Also, das konnte ich unmöglich alleine machen. Bla 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 bla. Ja, mit dem Nagelstock nach dem Gegenstein stochern. Tast mit dem Nagelstock in der Quelle zwischen den Steinen nach rechts bewegen. Zwischen den Steinen nach unten bewegen. Der Nagelstock hat sie an etwas fest. Als ihr ihn herauszieht, steckt an seinem Ende eine Kreatur bei jener reißende Flüssigkeit ab, sondern wieder das Wasser vergiftet. Ihr habt die Quelle gesäubert und fließt wieder frisches, klares Wasser zwischen den Steinen. So einfach geht das, natürlich. Hier dampft es immer noch, okay. Hä? Wo kommt... Was? Wo, was? Wo kommen die her, bitteschön? Ernsthaft, der kann da unmöglich durchgekommen sein. Das ist doch Dummfug hier. Doch völliger Unsinn. So, wie auch immer du hier durchgekommen bist, sowas ist schneller. Ja, ich glaube, hier ist es minimal schneller. So, hier fällt immer noch irgendwo Holz. Ja, ich habe genug Holz. Aber zur Not, hier hinten gibt es ja auch nochmal irgendwie hier Holz. Hier gibt es doch ein Holz. Weil ich hier bestimmt doch mal ganz viel Holz plötzlich brauchen werde irgendwann. So überhaupt nicht. Tausche Nahrung gegen vernünftige Krieger. Ich kann mir keine Söldner anheuern, die was taugen. Ich habe lumpige Soldaten. Tausche gegen Panzer und Artillerie. Das wäre cool. Richtig cool wäre das. Mir tut sich nicht mehr viel, du.
zum Dorf reisen. So, der Dorf sieht sich mal freuen. Und uns diese Mine da oben geben. Ist hier noch was? 46. 34. Was wünscht ihr? Plus, wenn die Schmelze muss auch von einem bearbeitet werden. Habe verstanden. Schon auf dem Weg. Gut. Hier ist alles packt, mehr oder weniger. Geht ihr auch mal dahin? Komm. Wieder hallo. Zurück. Eure Quelle ist gereinigt. Wir haben bereits wieder frisches Wasser. Ich danke euch. Wo ist Tantaro? Er ist dem Gift zum Opfer gefallen. Seine Ahnen mögen den armen Kerl zu sich nehmen. Ihr habt uns gerettet. Lasst uns euch danken. Das Gift kam von dieser Kreatur. Wisst ihr, was das ist? Eine Beißkrake. Früher, als dies wirklich noch eine Bucht war, gab es sie hier recht häufig. Jetzt leben sie in den tiefen Zisternen unter der Erde. Yasin benutzen sie, um ihre Waffen zu vergiften. Also wieder eine Teufelei der Yasin. Elendes Pack. Und was bekomme ich dafür? Hallo, mach das Tor auf. Arschgesicht. Oder ist das random, was ich bekomme? Also einmal das und ein anderes Mal das? Oder wie darf ich das verstehen? Das wäre natürlich auch möglich. Leck mich doch am Arsch. So, immer noch Müll. Gut, ich würde sagen, wir greifen dann langsam mal an. Apropos angreifen, ich habe doch hier ganz neue Stufen und so. Leichte Kriegskunst, leicht, schwere, große Klingenwaffen. 15. Also Zweihänder? Ich weiß nicht so genau. Toll, ich kann nichts benutzen, hey. Wirklich nichts. Das ist doch deprimierend. Ich will das mal sagen. Ich höre es mal sagen, ne? Ich laufe da mal alleine hin. Ne? Dann suche ich doch erstmal, was der Feind so hat. Ne? Aber rede ich komisch, ich weiß auch nicht warum, aber ich mach das einfach mal. Ne? Kommt voll cool, wenn ich so rede, weißt du? Okay, lassen wir die Scheiße. Oh, falsche Taste. Die wollen wir noch nicht schicken. Schlacht gut! Auf die Weg! Hä? Feindlicher Angriff! Mit einem Gähnen in die Schlacht. Schlagt sie zurück! Ich gähne einfach so heftig, dass der Feind einschläft. Also wenn man gähnt, dann machen das alle anderen nach und dann habe ich schon mal gleich den Heiler verloren. Ich muss wieder nochmal heilen. Was zur Hölle? Wie könntest du den Schaden machen, verdammt? Die haben... Oh, die Wachen haben hier... Verdammt hohen Level. 28 ist nicht so heftig, dass man da so schnell stirbt. Na komm. Hilft doch alles nichts. Wenn man sich mit Gewalt macht, dann hilft's nicht. Sie bei Frauen immer Gewalt benutzt. Ein Kämpfer. Habe ich schon beide nachproduziert. Gib mir Fleisch. Ach du Arschgesicht. Wer will Fleisch? Achso, der untoter Fleisch. Kann das doch eh nicht mehr verdauen. So, kommt da nochmal was nach oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Zu euren Diensten. Schnell. Das ist eine interessante Frage. Auf eilenden Schwingen. So, ihr dürft euch jetzt erstmal hier sammeln. Ich erkunde mal vorsichtig die Gegend. Und zwar alleine, weil ich so knallhart bin. Ich bin knallhart.
Nichts ist härter als ich. Außer eine Betonwand. Und Stahl. Und eine Kiste. Eine Stahlkiste. Na komm. Noch mehr Zeug, das ich nicht tragen kann, richtig? Richtig. Na, nicht. Na gut, der kann gar nichts tragen. Na dann. Gut, nachdem wir diese enorm wichtigen Ausrüstungsgegenstände an uns genommen haben, würde ich sagen, wir marschieren da jetzt einfach rein und zeigen den Herrn, dass wir sie nicht mögen. Sind bereits in der Luft. Toll, das ist ein richtiges Flugzeug werden. Ne? Bei Earth kann ich in der nächsten Aufnahme endlich richtige Flugzeuge bauen. Auch wenn die Dinger aus dem Ersten Weltkrieg auch ihren Charme haben. Das ist noch so ein Tor, das nicht aufgeht. Ich mag dieses Spiel langsam nicht mehr. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Ich mag Spiele, in denen die Tore nicht aufgehen und mich durchlassen zu was auch immer nicht. Auf eilenden Schwingen. Guck mal, ob die da überhaupt alle durchpassen. So. Hierin, schenke uns günstigen Nehmt ihr mal auf. Na, wenigstens rennen sie jetzt nicht alles so rum wie in manchen anderen Spielen. Hier habe ich noch Türme für den Fall, dass sie von vorne kommen. Was wünscht ihr? Ich stelle mich mal dahin, für den Fall, dass ich spontan noch mehr Türme bauen muss. Nicht, dass das irgendwie Hierin, wahrscheinlich ist, aber hallo. Komm schon, presst euch da durch, wie eine Presswurst. Folgt mir. Dann werfe ich ihnen alles entgegen, was ich habe und werde alles verlieren, was ich habe. Hierin, ich kenne das Spiel doch. Ich habe so viele Einheiten und dummerweise hat der Gegner einen sauberen Level. Okay, der nicht, aber andere. Auf eilenden Schwingen. Na, habt ihr es bald geschafft. Ich hätte es auch richtig aufspringen können. Und nicht nur so ein bisschen. Schnell. So. Sofort. Auf geht's. Und los. Wir laufen einfach mal komplett an ihrer mächtigen Verteidigung. Oh, große Feuerwaffe. Das ist tatsächlich nicht ganz ohne. Und wir machen das natürlich genau in dem Moment, wo sie eine Gruppe rausschicken, um uns anzugreifen. Im Prinzip ja der perfekte Zeitpunkt. So, bevor du stirbst, machst du gleich nur das. Ne? Lass mich durch! Wir brauchen Kämpfer an der Front, also nur mich. Das Spiel mag viele Einheiten nicht. Das ist ja nichts Neues. Oh, ich habe einen Hund verloren, wie schrecklich. Wenn ich sowas könnte ich die jetzt zum Erbrechen nachvollziehen. Und bei so wenig Nahrungsmitteln, das mag das Spiel nicht. Gut, ich hätte auch glaube ich noch nie 91 Einheiten da stehen. Was ist denn da unten noch? So, zwei rück mal weiter. Was willst du denn hier? So, hast doch keine Chance. Auf dem Weg. Hab ich das befohlen? Ich kann mich nicht erinnern. Na gut, komm. Ihr wollt doch das sowieso rein. Ich schlachte mal schon die Feuertänzerin ab und dann kann der Spaß beginnen. Verstärkt die Verteidigung! Schlachtruf! Alles klar! Werde ich mal hier den Turm massakriere. Zu euren Diensten! Ich glaube, die haben mich eben entdeckt oder habe ich das Signal falsch verstanden? Ich kann überhaupt nicht an ihrer Verteidigung vorbeilaufen, weil hier immer noch ewig viel Verteidigung ist. Finden die alle mal irgendwie. Hallo!
Hat direkt den Turm an. Und putzt die Hunde nach. So. Ach, Rup. Wenn hier was vorwärts geht, so. Ich hätte gern, dass ihr euch nicht zu weit verteilt. Und vor allem nicht mitten in die Basis reinrennen. Das wäre sehr nett von euch. Das wäre sehr, sehr nett von euch. So richtig nett von euch wäre das. So, brennt man diese Hütten hier nieder, damit wir hier spawnen können. Brennt das Ding? Es brennt, aber von alleine gibt das Ding ja nicht nach. Ich sehe gerade nichts, aber... Es wird schon, ich habe da volles Vertrauen in mich. Ich putze hier einfach Hunde nach, das gibt mir das Gefühl, hier tatsächlich was gemacht zu haben. Wo bin ich denn? Ich bin immer noch da hinten, leck mich doch. Verdammt, meine Heilerin ist auch tot. Oh, da steht noch eine riesige Gruppe, na leck mich. Noch Rosmar, sei du, Junge.